Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rika. So, Rika, ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. So, letzte Aufnahme ist ein bisschen her, das heißt, ich muss mich jetzt erstmal so ein bisschen reinfinden, wie immer, wie bei jedem Spiel. Und es gab ein Update, wie es aussieht. Die Federn des Hauses, bla bla bla, die Farbe können wir wählen. Jetzt haben wir drei zur Auswahl. Schwarz, braun, grau und orange. Jetzt bin ich unentschlossen. Schwarz hatten wir ja die ganze Zeit, ne? Sollen wir so ein bisschen heller? Oder so grau? Ich würde mal braun ausprobieren. Ich habe mich für braun entschieden. So. Ich stehe, warum auch immer, auf dem Dach. Gut, Fallschaden gibt es keinen. Sehr schön. So. Ich kann aber gleich mal direkt vorab sagen, das, was ich jetzt aufnehme, wird wahrscheinlich erst einmal die letzte Folge sein. Von diesem Spiel. Hat einfach den Grund, dass ich vermute, dass hier nicht mehr allzu viel Content gerade drin steckt. Genau, die Katze hatten wir da oben platziert. Die regelt sich da schön, sehr schön. Ich habe die Vermutung, dass hier nicht mehr allzu viel Content drin steckt aktuell, weil das Spiel relativ neu ist und ja, da wird noch ein bisschen was kommen. Genau, das heißt, ich würde nämlich an der Stelle dann einfach das Spiel beziehungsweise das Let's Play beenden. Pausieren, mehr oder weniger. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt in das Spiel noch mal reinschauen. Okay. Gut, ich würde gerne mit dem Haus weiterreiten. Ich würde gerne noch mal in ein neues Gebiet. Ich würde mir das gerne noch mal kurz angucken. Steh auf. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung ich will. Ich laufe jetzt einfach mal in irgendeine Richtung, wo ich vermute, dass wir von dort aus nicht gekommen sind. Wir sind hier. Wir könnten von da gekommen sein. Wäre echt mittig. Wir hätten von jeder Seite gekommen sein können. Shit. Ich guck mal, dass ich in die Richtung irgendwie so ein bisschen mich verziehen kann. Dann gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir eine neue Karte kriegen. Dann würde ich gerne noch ein bisschen am Haus rumbasteln, beziehungsweise die neue Karte vielleicht noch mal ein bisschen kurz erkunden, ein bisschen gucken, was es da so gibt. Dann würde ich ganz gerne am Haus noch vielleicht ein bisschen was machen. Genau, und dann würde ich das Ganze einfach bis zu einem, ja, bis ein neues Update kommt. Jetzt bin ich zurückgelaufen, ne? Du bist gerade dabei, Dieter. Oder gibt es nur diese vier Karten? Weil anscheinend bin ich hier, das heißt, ich müsste ja eigentlich zwischen zwei Dingern sein, wie es aussieht. Wir machen das mal, wir gucken einfach mal. Aber das wird wahrscheinlich eine Karte sein, auf der wir schon waren, würde ich vermuten. Genau, ich würde dann einfach zum späteren Zeitpunkt weitermachen, wenn ein paar Updates gekommen sind, wenn mehr Content drin ist. Also, es spielt auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und ich würde es auch gerne weiterspielen. Ich finde das sehr, sehr schön. Ja, wie gesagt, es ist halt nur, dass ich aktuell. Du hast die Geschichte abgeschlossen. Ja.
Wir sind jetzt hier. Waren wir hier schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann es nicht sagen. Ich würde sagen, wenn wir in die Richtung gehen, sollten wir Richtung Dorf laufen, ne? Mehr oder weniger. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir hier waren. Oder sind das einfach immer so, wenn ich irgendwie aus der Karte rauslaufe, sind das eventuell immer so Random-Karten. Dass man sagt, ja, das ist halt irgendeine von diesen ganzen Karten. Komm, jetzt sind wir relativ mittig wieder. Setz die mal hin. Dann schauen wir einfach mal. Dann schauen wir mal. Ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von der Steuerung. Ich bin völlig raus. Und ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob wir hier waren oder nicht. Ist das die Karte mit dem Waldgeist? Sieht ein bisschen so aus, ne? Aber nee, das kann die nicht sein, weil mit dem Waldgeist, der hätte ich ja noch hier irgendwo. Diese Hexe mit den Vögeln, mit den Krähen, die sehe ich hier gar nicht. Hallo, hast du was zu erzählen? Okay. Ist auf jeden Fall eine. Eine Sache, die wir schon mal gemacht haben. Also anscheinend waren wir auf der Karte schon mal. Ich weiß. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr. Die Steuerung war effizient. Ich sammle mal ein bisschen Holz. Habe ich das gesammelt oder sammelt das automatisch ein? Ne? Ja. Das ist mal nicht mal, das weiß ich mehr. Schlimm. Schlimm. Hoppel in die Freiheit, kleiner Freund. Hoppel in die Freiheit. Also es kann sein, dass das die Aufgabe war, die wir schon mal gemacht haben, dass wir auf der Karte waren. Es kann aber auch sein, dass es das einfach nochmal so eine Aufgabe ist auf einer anderen Karte. Okay. Geht ja auch. Okay, da geht auch. Halt sie, bleiben Sie stehen. Okay, ich glaube, hier war ich schon. Also entweder sind das wirklich immer dieselben Aufgaben. Ich glaube, hier war ich schon. Okay, der hat uns hier noch nie gesehen. Also lassen wir hier doch das erste Mal. Aber das ist auch nicht sehr gesprächig. Naja. Egal, wir sammeln jetzt ein bisschen Holz. Ich wollte auf jeden Fall noch mal eine Folge hier aufnehmen. Um so ein bisschen Abschluss zu dem Let's Play zu machen. Auch wenn es jetzt ein sehr kurzes war. Möchte ich gerne haben, ehrlich gesagt. Und momentan haben wir ja Geld, ne? Blumenbuch würde. Ja, was mit den Büchern? Die sind auch nur Deko, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nur Deko ist. Stehendes braunes Buch für 2 für 4. Warum soll ich halt ein Buch kaufen, ne?
Für den Schrank finde ich ja noch okay. Den finde ich ja noch schön. Das kann man machen. Ja, ich will jetzt noch mal kurz gucken hier. Mich hier so ein bisschen umschauen, ob ich hier noch irgendwas Verstecktes finde. Ich nehme noch ein bisschen Holz mit. Auf jeden Fall viel Holz. Allerdings habe ich so ein bisschen Angst mit dem Aufforsten. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Und ich weiß nicht, wie das gemeint war, wie ernst das gemeint war, dass ich das jetzt wirklich, muss ich wirklich von Hand aufforsten, wenn ich hier Holz mitnehme? Oder ist das so, ja, das hat er halt gesagt und rein theoretisch wird hier dann aufgeforstet. Also, das wird dann halt irgendwie selbstständig gemacht. Ohne dass ich das mache. Guck mal da vorne. Ah, das ist ein Hochsitz nur. Ich würde sagen, das ist irgendwie ein Lager, aber das ist nur ein Hochsitz. Shit. Ich meine, gutes Indiz, ob ich auf der Karte war oder nicht. Da ist eine Hütte. Wäre, wenn ich eine Hütte finde. Oder irgendwas. Und eine Kiste. Und diese Kiste ist offen. Dann weiß ich war hier. Definitiv. Wenn ich hier aber Kisten finde, die alle geschlossen sind, dann... Oder könnte es entweder heißen, die spawnen immer neu. So wie die Säcke. Oder ich war hier noch nie. Natürlich ist der Sack wieder da gelandet. Guck mal. Ganz viel Deko-Zeug. Nice. Trifft sich gut, wenn man am Haus was machen will. Hier so viel zum Thema Bücher, ne? Ich habe ganzen Schwung voll Bücher. Da ist das Dorf schon wieder. Bin ich jetzt ziemlich am Map-Ende. Ich würde vorne nochmal so eine kleine Runde laufen. Immer mal wieder so ein bisschen Holz mitnehmen zwischenzeitlich. Und dann gehen wir gleich nochmal ein bisschen ans Haus. Machen wir da noch ein bisschen schön, bevor wir hier aufhören. Okay, ne. So, ist hier hinten noch irgendwas? So, jetzt raus. Da sollten wir vielleicht erstmal nicht hinlaufen. Also ich bin gespannt, was noch kommt. Ich fand die Geschichte bis jetzt ganz cool. Also mit Baba Yaga und mit dem Waldgeist fand ich schon ganz cool. Fand ich schon ganz nett gemacht. Vor allem auch ein bisschen witzig und so, was ich auch mochte, so, dass Baba Yaga so witzig ist. Ja. Und dann bin ich dann echt gespannt, was da noch kommt. Hier hinten ist auch nichts, ne? Nö. Nee, 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 da ist auch nichts. Da hinten ist mein Haus schon. Hier noch ein bisschen gucken, ob ich hier vielleicht irgendwie... Da ist auch noch wieder so ein Hochsitz. Da ist doch so ein Karren. Hier haben wir... Ach, guck mal. Glück muss man haben. Nehmen wir dann hier mit. So halb im Steg versunken, sieht man kaum. Und da haben wir doch so einen Wagen. Hier gibt es doch bestimmt auch irgendwas, oder? Ich glaube, da vorne ist noch ein Wagen.
So, und dann dackeln wir wieder zum Haus zurück. Ja, wie viele Holzscheitdinger kann man finden? Ist ja fürchterlich. So, Holzstapel. Ah, hier ist noch eine Kiste. Lass mich raten, Holzstapel? Nee, Kürbis. Und ein Eimer. Das. Jetzt läuft's aber. Jetzt hier, wie am Schnürchen, ne? Am laufenden Band. Kein Platz dafür. Oh, ich bin überladen. Das geht. Wir können überladen sein. Und da ist ein eingestürztes Haus. Können wir dann auch nochmal gucken. Aber machen wir jetzt schnell. Komm. Wenn wir schon mal hier sind. Ich glaube, Möbeldinger und so, so Möbelgegenstände, da vorne ist noch eine Hütte. Oh, ey. Komm hier von einem Ding ins andere. Ich glaube, das war was Besonderes, was ich da gefunden habe, bitte. Nee, da gehe ich jetzt nicht hin. Ich baue jetzt am Haus. So. Und mich, ich lenke mich hier schon wieder selber ab. Das ist fürchterlich. So, hier unten lassen wir erstmal so, wie es ist. Genau, mein Raum. Ich wollte in meinem Raum ganz gerne noch eine Treppe haben. Da würde ich den da wahrscheinlich nochmal wegmachen. So. Da würde ich mir hier eventuell eine Treppe hinbauen, dass ich da hochkomme. Aber da komme ich dann nur von meinem Geschoss aus hoch. Das bedeutet... Oh Gott, ich muss mich erst an das Bausystem wieder gewöhnen, ey. Ja. Ganzen Möbel. Genau. So, dann machen wir das. Und dann machen wir so eine steile Treppe hin. Kann ich die? Wie konnte ich noch mal drehen? Wie konnte ich Gegenstände drehen? Ah, so war das, genau. Platzieren. So, da habe ich eine Treppe. Genau, dann komme ich hier hoch. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof platziert. Habe ich nicht so mitgedacht. Eventuell würde sie hier mehr Sinn machen. Das hier ist falsch. Das muss weg. Genau, und dann brauche ich auf jeden Fall mal die Böden. Hier oben könnte ich sogar weiterbauen. Also in die Richtung nicht, in die Richtung schon noch. Aber ich könnte hier die Ecken wieder zumachen. Das könnte auch ganz gut aussehen. Das hier würde ich dann vielleicht wegmachen. Genau, dann hätte ich hier noch so ein...
weiteres Geschoss. Ich umrande das jetzt erst einmal ganz kurz. Ja, das wird auf jeden Fall der Raum. Hier hätte ich ganz gerne eigentlich ein Dach drauf. Ganz ehrlich gesagt gar nicht sagen, ob ich hier ein Dach haben will. Bin mir da gerade unsicher. Hier könnte man so eine Dachschräge machen. Von hier aus nach da drüben. Das heißt, die wäre dann 1, 2, 3. 4, 5, 6. 6 hoch. Da müsste ich rein theoretisch die Wand auch 6 hoch machen, oder? Es sei denn, ich mache das so. Würde das so bauen. Jetzt hängt das halt voll in meinem Zimmer, ne? Das olle Dach. Das hängt dann halt voll da drinne. Aber ich muss sagen, ich mag das, wie das gebogen ist. Das ist voll cool. Aber da hängt das da voll drinne. Das ist kacke. Wie machen wir das jetzt am besten? Also das kommt so und so. Hier müsste ich ja rein theoretisch auch noch mal so. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich könnte es nach vorne machen. Wisst ihr, wie ich meine? Also quasi. Hoch auf die Wand. Dann würde ich die Wand zum Beispiel hier eins nach innen machen. So. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, man nimmt dann das Dach und würde es so platzieren. Und dann machen wir das von hinten nach vorne. Dann hätten wir auf jeden Fall den. Sagen, dann haben wir auf jeden Fall den Luxus. Dass wir, ich wollte eigentlich da eine Wand haben und das, die Dachschräge da so dran. Also,
ich mir das erklären soll, ob das passt alles nicht. Das hängt halt alles irgendwie so einen halben Viertelblock, keine Ahnung wie drüber. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Das kam unerwartet. Weil wenn ich jetzt hier gucke, ja, wenn ich jetzt hier Wände baue, hängt das da drüber. Das heißt, ich muss den Nebenraum, müsste ich das Dach genau so anpassen. Wie sieht's denn mit der Dachschräge aus? Wie ist denn die? Die ist eigentlich dasselbe, nur. Ja, die ist dasselbe, nur in steil. Das macht halt keinen Unterschied. Oh je, oh je, oh je, oh je. Weißt du was, wir machen das jetzt erstmal so. Ich zimmer hier meine Wände rein. Für den Raum, den ich hier haben will. Ich wollte ja hier oben noch einen Raum haben. Dann machen wir das Zimmer von Baba Yaga. Das müssen wir auch noch machen. Ich finde, die hat auch ein Zimmer verdient. Und dann gucken wir mal das Dach. Es ist wieder Dach, ne? Es ist wieder der Dächerbau ins Spiel, der mich in den Wahnsinn treiben wird. Alle haben es gewusst. Keiner hat was gesagt. So, hier machen wir jetzt. Hier machen wir das steile Dach auf jeden Fall. Und das drehen wir. Hallo? Wer ist? So, das passt schon mal. Dasselbe machen wir dahin. Okay. Dann machen wir das hier nochmal. So. Oh Gott, die Spitze wird ja schlimm, ey. Wie mache ich die denn? Wie mache ich denn die Spitze? Es gibt halt keine vernünftigen Spitzen. Also es wäre dann jedes Mal so. Das würde sich ja jedes Mal bekreuzen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, ich kann halt Flachdach da oben drauf machen, ne? Ist halt im Boden. Aber das sieht ja halt auch nicht aus. Das ist ja halt auch nichts. Das heißt, ich könnte jetzt so. Nee, das war falsch. Kann nicht gebaut werden, dann kriege ich ja nicht mal dran. Wie mache ich denn das? Wir was testen. Den und den mal weg. Den und den mal weg. Dann drehen wir den mal. Machen wir den. Den. Dann gehen wir einen runter.
Dann machen wir den. Und den. Und den. Und das passt nicht. Den und dann das passt nicht. Das passt einfach nicht. Also egal wie ich es drehe und wende, das passt nicht. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht mit einer Kombi aus den zwei Dächern. Aber es passt nicht. Es passt von der Breite her nicht. Ich bin quasi vom von dem hier einen zu breit. Und das versaut es mir. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Passt nicht. Ich darf nur 4 breit sein, der Raum hier oben. Oh Gott. Das versaut halt wieder alles, ne? Dann müssen wir das nochmal alles abreißen. Und dann machen wir den Raum halt einen schmaler, dass wir wenigstens das Dach hier hinkriegen. Das finde ich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber gut, ich sag mal so, wenn man es weiß, dann kann man da natürlich ein bisschen drauf achten und dementsprechend schon vorher gucken, wie man baut. Wenn man natürlich unwissend ist, so wie ich. Ich habe den Boden auch verzogen, kann das sein? Na, ich weiß auch nicht. Wenn man aber unwissend ist, wie ich, dann ist das schwierig. So. Und jetzt nochmal auf ein neues. Und jetzt sollte es aber passen. So. Ja, siehst du. Ich glaube, es kreuzt sich immer noch. Aber es passt wenigstens vom Ding, also es schließt wenigstens nach oben hin ab. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich das mit den Dingern, mit den Ecken löse. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwelche Platten haben, die da reinpassen. Weil das läuft jetzt ja mit Dreiecken nach oben hinzu. So. Balken sind schon cool, aber ich glaube nicht, dass sich die Dinge anpassen, oder? Da müssen wir von außen gucken. Da müssen wir jetzt schauen. Ja, das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ich zimmer da noch schnell zwei schöne Räume hin, mache ein Dach drauf und dann sieht das gut aus und dann ist alles supidupi. Aber ich meine, dachtechnisch ist schon cool. Kann man machen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Das hier ist ein Problem. Also dachtechnisch geht, aber ist halt offen, ne? Das ist jetzt blöd. Das gefällt mir gar nicht. Also von innen wird es gehen. Sieht gut aus. Aber von außen hast du dann halt diese Kanten rausstehen. Das sieht doch nicht schön aus. Das will doch keiner. Wer baut denn so? Hier gibt es keinen Fuschanbau. Hier wird ordentlich gebaut. Kerzen.
Bücher. Äxte. Ja, das ist halt alles, was ich an Baudingern habe. Ich habe Fenster, ich habe Türen. Das ist wunderbar, aber... Entweder gibt es noch was, was ich nicht verstanden habe, aber ich glaube eher nicht. Naja. Eins, zwei, drei, vier. Da habe ich nämlich auch eine Idee, wie ich das machen werde hier. Holz ist gleich alle. Wir gucken 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das sollte ja passen. Ich würde das aber gerne vorne den einen weglassen. So. Dann brauchen wir erstmal Holz. Eieiei. Ihr sagt so, ey. Hausbau ist echt nicht ohne. Und der Waldgeist hasst mich bestimmt, weil ich hier den halben Wald rode. Auch ein Holz, was soll man machen? Ein schönes Haus. Für den Abschluss finde ich ein schönes Haus. Halbwegs schön. So. Ach, weil da sind die nicht. Nicht diesen, leider, leider. Oh. Ich sag's dir, das ist die Streaming-Beleuchtung. Oh, die scheint zu gefährlich im Gesicht. So, wenn ich auf die Aufnahmezeit gucke, sehe ich gerade. Das sind ja schon fast zwei Folgen, die ich hier aufnehme. Naja, gucken. Vielleicht mache ich zwei Folgen drauf, oder vielleicht gibt es auch einfach eine lange. Guck mal, jetzt haben wir einen ganzen Haufen Holz. Gucken wir mal, dass wir das noch irgendwie fertig kriegen. Das hätten wir. Dann würde ich nämlich sagen. Ich überlege gerade. Das ist alles ein bisschen doof. Kann ich nicht mal hochhüpfen. Also Wände. So. Ja, jetzt mit dem Dach, ne? Ich habe gedacht, vielleicht so, also nicht wie das, sondern andersrum, so rum und so rum und so richtig spitzes, hohes Dach. Wäre ganz witzig.
Und dann weiß ich aber nicht, wie ich da oben das Dach weitermache. Aber wir gucken einfach mal, ob das passt. Da würde ich dann auch die Spitzen nehmen. Oh, das wäre richtig hoch. Oh, ich glaube, das wäre zu hoch. Das meine ich nicht. Nee. Ah. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Und dasselbe sollte von der Seite 1, 2, 3, 4. Das würde passen. Also das kann man machen. So und so und so. Also auf der einen Seite mag ich das Bausystem, auf der anderen Seite, es fehlen halt einfach noch Sachen. Das ist halt echt schade. Wie gesagt, so dreieckige Wandplatten, dass ich hier die Lücken füllen kann, richtig. Wäre natürlich nicht schlecht, sonst müsste ich halt sehr... Ich wüsste gar nicht, wie ich bauen soll. Das macht halt gar keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, sonst müsste ich sehr rechteckig oder halt sehr quadratisch bauen. Aber es ist ja eigentlich scheißegal, wie ich baue, weil ich habe ja, sobald ich eine Dachschräge mache, habe ich ja prinzipiell immer so ein Dreieck. Immer. Das geht ja gar nicht. Wenn ich jetzt so mache, baut er mir das ja da so rein. Also das ändert daran ja auch nichts. Mal hier eine Leiter kurz hin. Das kann weg. Ja, und hier wüsste ich jetzt halt echt nicht, wie ich ein Dach bauen soll. Halt auch so irgendwie. Warte mal, erstmal brauchen wir sowieso hier eine Platte, da passt. Hier hinten müssen wir auf jeden Fall auffüllen. Ich meine, das kann man von außen vielleicht noch ein bisschen verschönern sogar dann. Okay, es kostet auch alles ein Holz, eine lange oder eine kurze Platte, ist eigentlich vollkommen wurscht. Eins, zwei... Oh Gott, das passt ja doch nicht, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das könnte passen, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe kein Holz mehr. Ja, jetzt könnte man das halt richtig schön spitz machen. Beziehungsweise vielleicht dann mit den Kleinplatten. Also jetzt unten die schrägen und dann die Kleinplatten, dass das dann so in der Mitte zuläuft. Könnte ganz cool aussehen. Weiß ich jetzt aber nicht. So. Ich würde es jetzt mit dem Dachbau erstmal belassen dabei. Weil, ja, da kommen wir eh nicht weiter. Beim besten Willen nicht. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier Bücher, ganz viele. Wir haben hier ganz viel Deko. Haben wir denn noch ein Bett? Können wir für Baba Yaga ein Bett bauen? Damit die Olle auch mal schlafen kann. Und nicht immer in ihrem Stuhl rumfurzt da den ganzen Tag. So. Da haben wir ganz viel Essen. Hier habe ich Stühle. Da, 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 da. Auf einem... auf einem Heuballen schlafen. Ja, guck mal. Da haben wir ja ein Bett. Wie rum gehört denn das?
Das würde ich hier einfach mal so platzieren. Die Leiter lassen wir gerade mal. Die finde ich da jetzt gar nicht mal so verkehrt. Wir hätten hier noch ein Bücherregal. Ich habe hier schon eins. Naja. Auf der anderen Seite, ich hätte gerne eins in meinem geheimen Raum da oben, meinem privaten Raum nochmal. Hätte ich auch ganz gerne ein Bücherregal. Ich möchte hier so ein bisschen mein Zauberzimmer haben, quasi mein Hexenzimmer. Pixel genau. Komm. So. Hier hätten wir noch so einen Teppich. Den könnten wir vielleicht so ein bisschen. So, vielleicht auch so einfach so ein bisschen schräg. Was ist denn das eigentlich? Ach, das ist dieser Schrank, den ich hatte. Das heißt, den machen wir bei Baba Yaga rein. Die kriegt auch einen Schrank. So, und die stellen wir hier so ein bisschen schräg in die Ecke. Alles. Ein Stuhl, eine Kommode. Kommode könnten wir. Oder halt so eine Truhe. Die könnten wir hier beim Bett bei ihr hinmachen, oder? So ans Bettende. Zum Beispiel. Beziehungsweise. Okay, das ist einfach nur so ein Tisch, oder? So, dann kriegt die ihren Stuhl noch da hier hingesetzt. Dann sitzt die da immer. Und dann können wir das hier noch so ein bisschen dekomäßig machen. Kriegt noch eine Wäscheleine hier in die Bude rein. Nee, natürlich nicht. Was wäre das hier? Okay, das sehe ich nicht. Dieser Holzstapel, das sehe ich halt nicht. Okay, hier hätten wir noch Essen und so weiter. Kann man das da irgendwie schön befestigen? Irgendwie nicht, ne? Das glitscht irgendwie immer so durch die Wände durch, so. Man hat es irgendwie nicht so richtig an der Wand. Ich glaube, das ist eher so ein Ding, was man an der Decke befestigt, wie das aussieht. So, jetzt baumelt es da so um. Von mir aus. Das ist halt auch alles. Das ist alles so Zeug, was man halt an der Decke befestigt. Und Decken haben wir keine. Also nicht so wirklich. Könnten wir da hinhängen? Da können wir noch was hinhängen. So. Was haben wir denn noch? Äxte. Eine Schaufel. Ein Rad.
So, das würde ich da vielleicht noch gerne hinstellen. Den könnte man so da unten hinstellen, so dekomäßig. Ihr Spucknapf. Ah. Davon haben wir relativ viele. Da weiß ich halt auch nicht wo. Den packen wir da auf die Kiste. So. Der Kiste. Ich wollte nicht schlafen. Nein, nein, nein. Mit der Kiste kann ich eh nicht interagieren. Mit dem Schrank kann ich wiederum interagieren. Ah, das ist ein Vorratsschrank. Den haben wir, glaube ich, schon mal gekauft und hingestellt. Jetzt hat sie halt auch einen Vorratsschrank, mein Gott. Dann ist es so. So, hier zu ihr Zeug stehen. Jetzt stellen wir ihren Stuhl hier gleich hin. Gucken gerade mal. Können wir sie holen? Dann können wir sie da oben platzieren. Kann ich dich irgendwie. Okay. Kann ich dann deinen Stuhl. Wo haben wir den denn jetzt? Da oben ist er. Lupp, und da sitzt sie. Da siehst du. Guck mal, da hat ihr doch hier ein richtig schön eingerichtetes Zimmer. Da kann man dann vielleicht auch noch was draus machen. Da können wir ja dann mal schauen. Ah, so, dann machen wir bei uns mal weiter. Da habe ich meine Zauberkiste. Da können wir mal wieder reingucken übrigens. Oh! Da war jemand großzügig. Ja, wollen wir mal gucken. Möchte meine Kleidung ändern? Ja, gucken wir natürlich mal, wenn wir schon mal hier sind. Das war's, ne? Das ist neu gekommen. Oh. Oh ja. Das sieht gut aus. Das passt auch zu dem Oberteil. Also zu diesem kurzen Mantel. Das ist schick, das nehmen wir. Guck mal, wie schön wir aussehen. Junge, Junge, Junge. Ich habe irgendwie so den Drang, Sachen schräg in die Ecken zu stellen. Ich mag das irgendwie. Auch dies kann man schräg platzieren. So ein Säckchen. Machen wir da in die Ecke. Was haben wir denn dann noch? Das würde ich vielleicht gerne unten im Zimmer machen. Ich würde mir hier gerne noch ein Regal reinklatschen. Einfach so da drüber. Keine Ahnung. Das könnte man hier hinhängen. Die Äxte. Kann ich die? Wieso ist die jetzt kleiner? Willst du mich verarschen? Ich wollte gerade sagen, kann ich die irgendwie so. Aber ich würde sie gerne auch gerne in die andere Richtung drehen. Ja, dann weiß ich es auch nicht.
Eine Säge, eine. Die mache ich mir hier unten ins Zimmer. Die finde ich hier nämlich ganz schön. So. Und dann. Ich hoffe, ich langweile jetzt hier nicht beim Let's Play. Ja. Wenn, kann ich es jetzt auch nicht ändern. Dann ist es jetzt so. Jetzt ist es schon aufgenommen. So. Ich kann es nicht aufs Regal stellen. Den stellen wir da hinten hin. Das Dingen stellen wir da noch hin. Die Karte. Die legen wir auch dahin. Auf das Regal kann ich irgendwie gefühlt nichts machen. Ich habe noch eine große Säge. Könnte man da reinstellen? So. Und darauf könnten wir. Wir können auch so ein paar Blümchen hinlegen. Nest? Nee. Sehe ich gar nicht. Hier machen wir den nochmal hin. Das ist auch weg. Ja, da könnte ich ja natürlich hier die ganzen Bücher einräumen. Die hier schon durchragen, ist auch schön. Das ist auch viel zu groß. Die sind auch einfach zu groß. Das ist zu groß. Das kriege ich da gerade so rein. Die Katze. Diese Katze. Sie wird hier leben. Sie kriegt den schönen Platz unter der Treppe. Der Ehrenplatz. Oh, guck mal. Ja, oh, sie regelt sich auch. Ja, streck dich. Ja, da haben wir hier überall Katzen. Das wird ein Katzenhaus. Ich werde die verrückte Katzenlady. So, Kerzen. Da oben können wir noch ein paar Kerzen hinstellen. Und dann sind wir eigentlich auch fast schon durch, würde ich fast behaupten, ne? Guck mal, die würde ich da so hinstellen. Da finde ich die eigentlich ganz schön. Ganz passend. Hier würde ich vielleicht noch eine hinstellen. Ist bestimmt gut so am Holz. Keine Ahnung. Bei Baba Yaga, die kriegt auch noch eine Kerze. Komm, sonst hockt die hier so im Dunkeln später. Dann meckert sie wieder. Ja, ich bin hier im Dunkeln sitzen lassen und ich höre alles doof und ich habe auch noch Angst im Dunkeln. Wer weiß, was da kommt. Da könnte ein Ludki vorbeikommen, den erkenne ich dann nicht. So. Können wir noch Vogelscheuche hier hinstellen. Oh, haben wir sogar mehrere, siehst du mal. Steht jetzt halt da. Wunderbar. So, dann gucken wir das Ganze nochmal von außen an. Dachtechnisch wunderbar hässlich. Wunderbar hässlich. Also was Dach angeht, ein Traum. Richtig schön hässlich geworden.
Okay, Fenster haben wir auch ein bisschen sparsam. Waren wir auch sparsam. Ich habe ein schönes Fenster und ansonsten haben wir noch so ein paar kleine, sonst haben wir gar nichts. Ich habe da wirklich Vorstellungen, Ideen, wie schön man das bauen könnte. Also wie krass geil verwinkelt mit so einem Turm an der Seite und anderen Räumen, die so dranhängen und rausgucken und so. Das stelle ich mir schon sehr, sehr geil vor. Allerdings müssen die halt noch ein bisschen am Dachsystem arbeiten, weil ich kriege die Lücken hier nicht gefüllt. Beim besten Willen nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ansonsten bin ich eigentlich ziemlich zufrieden mit dem, was ich hier so bis jetzt gemacht habe und was ich hier machen konnte. So, das Spiel ist halt noch in einer ganz, ganz frühen Phase. Das heißt, da wird auch noch einiges kommen. Und ja, deswegen würde ich sagen, warten wir mal ab. Warten wir einfach mal ab. Warten wir ab, was noch kommt. Jetzt laufe ich nochmal kurz die Räume durch, aber doch, ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr geil werden, das Spiel. Und wenn da noch eine richtig coole, lustige Story dazu kommt, oder eine spannende Story, wahrscheinlich eher so ein bisschen witzig und Fantasy-mäßig und so, das ist schon. Ja, ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird was. Gut, dann würde ich jetzt aber hier aufhören. Dann mache ich hieraus einfach, wenn ich jetzt gucke, ja, eine große Abschlussfolge für das Let's Play. Und, dann spielen wir das einfach irgendwann anders mal weiter. Genau. Dann würde ich sagen, für die Leute auf YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ihr dürft mich gerne mit einem Abo und einem Like unterstützen und ein nettes Kommentar und so weiter und so fort. Ihr kennt das Prozedere. Vor allem ein Abo würde mich sehr freuen, weil der Kanal soll wachsen, er soll größer werden. Das würde mich echt freuen. Genau. Und dann sehen wir uns einfach zum späteren Zeitpunkt oder halt in einem anderen Let's Play. Genau, machen wir es so. Dann vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.